Moin Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zurück zu 7 Days. So, und nicht wundern, dass ich hier ein bisschen verstimmt klinge. Ja, meine Nase ist komplett dicht. Also ich habe mit der Erkältung angefangen, ziemlich heftige Erkältung. Konnte die letzten zwei Tage gar nicht aufnehmen, aber ich muss, auch wenn es mir ehrlich gesagt immer noch missgeht. Aber ich habe sonst keine Folge mehr für morgen, also nicht wundern, ich... Nase ist zu. Auf jeden Fall, was haben wir denn zuletzt gemacht? Ich glaube, wir haben hier, ne? Genau, hier waren wir, glaube ich, zugange. Deswegen haben wir ja auch noch die Steine einstecken. Gut, dann würde ich sagen, mache ich hier auch erstmal weiter, damit wir dort hier fertig kriegen. Weil es muss, das muss. In zwei Tagen haben wir ja auch schon wieder Horde. Stimmt, und wir hatten Großproduktion angesetzt. Ist richtig gut. Denn erstmal die Wand mit Steinen, damit wir das auch schon mal haben. Falsche Taste. Sollte man Winchel auch richtig machen? Habe ich überhaupt noch genug Holz? Ah, gut. Aber Bäume hatten wir hoffentlich gepflanzt, oder? Ich weiß es nicht. Gut. Auf jeden Fall rechne ich mal mit Schreieren wollen, mit dem, was hier alles läuft. Ich glaube, wir haben Schmied alles mit angeschmissen. Da kommt garantiert Weg hin. Gibt es zumindest auch ein bisschen EP? Ich glaube, Skillpunkte mäßig. Ich wollte mit den Fake was aufbewahren, ne? Schiegewehrschütze, ich glaube, das hier hatten wir. Donnerbuchse muss ich auch unbedingt hoch, damit wir später mal... Das hier muss noch hoch. Ja, ich glaube, hierfür wollte ich es auch aufbewahren, ne? Damit ich... Genau, zwei Punkte hier weiterkommen. Ich glaube, das war es ja. Bin ich mir ganz sicher, aber ich glaube ja. Aber dafür müssen wir erstmal Level abgeben. Das dauert erstmal wieder ein bisschen. Ich vermute mal, das kriegen wir erst wieder zur Horde. Oh, aber das werden wir sehen. Erstmal muss das hier jetzt alles... Genau, ich hatte ja auch noch... Die liegen bestimmt noch in der Werkbank. Das weiß ich noch. Noch Chemietische angesetzt. Aber dafür muss ich ja erstmal hier alles anmalen und so weiter. Sonst komme ich da wieder nicht hinter ran. Das kennen wir ja schon. Den machen wir das hier jetzt erstmal zu Beton, den zur Farbe, Deckel rüber und so weiter und so fort. Ich glaube, ich werde aber auch nochmal Holz fahren müssen. Ein bisschen weiterbauen müssen wir ja auch. So. Alpha 20 dürfte jetzt eigentlich auch nicht mehr allzu weit entfernt sein. Ich kann gar nicht genau sagen, wann diese Folge jetzt hier kommt. Aber auf jeden Fall noch, glaube ich, dieses Wochenende. Es kann sein, dass dieses Wochenende schon das Pre-Wochenende ist von Alpha 20. Das weiß ich jetzt nicht genau, da ich selber nicht dabei bin. Habe ich da auch keine Infos, wann das genau ist. Auf jeden Fall kommt die Alpha 20 denn kurz danach. Aber das werden wir sehen. Meistens so ein, zwei Tage danach oder während drinne. Da muss ich genauso warten wie jeder andere. Ich hoffe nur, ich kriege rechtzeitig das mit, damit ich es auch rechtzeitig aufnehme und mir es bis dahin wieder besser geht. Klingt schon ein bisschen blöd, wenn die erste Folge der neuen Alpha gleich hier mit verstopfter Nase, ne? Also. Ah, was soll ich machen? Habt ihr schon sämtliche Tipps ausprobiert? Zwiebelsaft trinken gegen den Husten. Gut, muss ich sagen, funktioniert. Ist aber absolut widerlich. Es ist echt widerlich, Zwiebelsaft zu trinken. Aber es funktioniert. Seitdem habe ich zumindest meinen Husten einigermaßen im Griff. Und Nasenspray halt wegen der verstopften Nase. Ja, gut, funktioniert. Ich habe momentan Dauerverbrauch an Taschentücher, aber so schnell kriege ich die Nase jetzt auch nicht leer. So, Beton hatten wir angesetzt. Ne, hier war Beton. Hier war Beton. Hier war Beton. Sehr schön. Dann nehmen wir zumindest die fertigen Stacks schon mal mit. Das sollte definitiv reichen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Hordenbase überhaupt einsatzbereit ist, ehrlich gesagt. Aber gut, da haben wir ja noch zwei Tage Zeit. Da gucke ich den ein, zwei Tage vorher. So einen Tag vorher oder so. So, die Außenwand, die machen wir zuerst, weil die soll ja sowieso, wie ihr wisst, komplett aus Stahlbeton. Hier innen drin reicht normaler Beton. Aber, weil es muss, das muss. Denn ich mache die bloß zuerst, damit sie schon mal trocknen kann. Das hatten wir ja auch schon. Die hier nebenan ist, glaube ich, auch eine Außenwand, ne? Ich glaube, ja. Und Nagelschusspistole habe ich immer noch nicht. Kennen wir ja schon. So, den Dorn nochmal. Oh Mann. Ich entschuldige mich schon mal dafür, wenn ich mich schnurriger bin als sonst, aber das Reden ist nicht so einfach. Mir kratzt das gerade im Hals wie verrückt und versucht den Husten zu unterbrücken. Aber ich möchte halt auch nicht, auch wenn ihr im Stream mir ja schon geschrieben habt, das ist nicht schlimm, wenn bei einem Tag keine Folge kommt, Gesundheit geht vor. Ich meine, ihr habt ja recht, aber es ist mir persönlich halt auch wichtig, dass ich jeden Tag mindestens eine Folge habe.
auch wenn es vielleicht übertrieben ist. Ich möchte es heute nicht, wenn mal nichts kommt. Gut. Ich hoffe nur, ihr nehmt mir das jetzt nicht krumm, dass es so blöd klingt. Gut, gut. Die Außenwand hätten wir. Den, wenn der so kommt, ja auch einmal mit. Die sollen ja sowieso betonen, aber halt nur einmal. Den doch nochmal. Den wollen wir das später alles an, aber das muss ja dann sowieso gleich erstmal trocknen. Aber den Fußboden müssen wir noch. Die Decke muss noch rein. Ich glaube, Farbe haben wir genug. Bin mir nicht ganz sicher. Können wir notfalls aber herstellen. Wir haben auch noch ein bisschen Öl. So ist es nicht. Gut. Ich glaube, wir hatten eine Quest gemacht, ne? Ich sehe gerade zurück zum Händler. Gut. Können wir gleich eigentlich auch mal gucken und die Quest abgeben. Mal sehen, was wir dafür kriegen. Ich weiß es gar nicht mehr, was wir da gemacht haben. Eins hat dem anderen aber das passt, da das hier sowieso erstmal trocknen muss. Zumindest die Außenwand. Kann man da auch mal eben einmal kurz zum Händler gehen. Aber eins nach dem anderen. Mache ich erstmal das fertig, was fertig muss, damit es trocknen kann. Das ist hier schön. Damit das Haus hier so langsamer etwas stabiler wird und sie nicht immer gleich überall sofort durchkommen. Das ist doch doof. Wir braucht der Händler gerade auf. Das ist doch schon mal was. Gut, gut. Und was ich mal fragen wollte, aber nur mal so aus Interesse. Was haltet ihr eigentlich von Simulationsspielen? Also ich meine, es gibt ja jede Menge Simulationen. Nicht nur Farbensimulationen, es gibt Automechaniker-Simulationen, es gibt sogar, warum auch immer, habe ich schon gesehen, einen Toilettensimulator, was auch immer man da machen soll. Und ja gut, das berühmteste von allen ist, glaube ich, Euro Truck Simulator 2, aber auf jeden Fall, es gibt ja jede Menge, die schießen ja wie Pilze aus dem Boden. Simulationsspiele an sich finde ich nicht schlecht. Kommt immer ein bisschen drauf an, was? Manche sind einfach nur Mist, manche wiederum machen aber auch echt Spaß und können einen fesseln. Ich weiß bloß nicht, ob das Ganze so jetzt geeignet wäre als Let's Play. Ich würde nur gerne aus Interesse fragen, ob da überhaupt ihr Lust drauf hättet, Simulationsspiele und welche Richtung denn eher zu schauen wollt. Ich selber hätte schon Lust drauf, aber wie gesagt, halt nicht alles. Kommt immer drauf an, was. Komm, wie zum Beispiel Euro Truck Simulator ist zwar ein schönes Spiel, aber ich finde eignet sich eher schlecht als Let's Play, weil... Man sieht da teilweise folgenlang nichts anderes, als dass man auf der Straße rumfährt, wo man alle 5 Minuten mal ein Auto als Gegenverkehr hat. Und das wird, glaube ich, ein bisschen langweilig. Aber es gibt ja auch Simulationsspiele, die wirklich interessant scheinen, wie was zum Beispiel aktuell ziemlich beliebt ist. Habe ich selber nicht gespielt, aber es sieht interessant aus. Das Gasstation-Simulator oder so, wo man irgendwie eine Tankstelle leiten muss. Ich weiß nicht genau, was man da machen muss, ob man da eine Tankstelle aufbauen muss oder ob es ums Management geht oder so. Müsste ich mir angucken. Aber allgemein will ich nur mal aus Interesse wissen, ob überhaupt Interesse bei sowas bestehen würde. Gut, gut. Aber jetzt geht's, glaube ich, erstmal zum Händler. Jetzt haben wir hier den Rest. Sehr schön. Ist auch schon wieder gut Beton bei draufgegangen, sehe ich gerade. Aber gab auch wieder gut EP. Sehr viel EP sogar. So, den konnte das hier mich erstmal trocknen. Besonders die Außenwand muss trocknen. Ja, gut. Und ich sage, machen wir da mal kurz einen Abstecher hin. Und, ja, Holz müssen wir gleich so oder so holen. Und wir haben, glaube ich, auch noch... Wo ist denn mein Motorrad? Hatte ich das überhaupt leer geräumt? Ich weiß es nicht. Ja. Fahren wir einmal kurz an Jen. Das ist ja nicht weit. Schaden kann es nicht. Wenn wir da gleich bei Jen beim Porn Bäume wegholzen. Bei mir sind sie ja echt noch nicht ausgewachsen. Holz brauchen wir eben ein bisschen. Den Postis. Den. Ich hoffe, das war jetzt bei Jen, ne? Weil das wirkt gerade so weit weg und irgendwie... Warte mal, ist nicht bei Jen. Moment. Welchen Händler hatte ich das denn angenommen? Das ist nicht bei Jen. Ach, im Schnee, okay. Ey, ich sag ja, ich bin momentan voll neben der Spur, okay. Okay. Falsche Richtung gefahren. Ah, es ist extrem im Moment. Gestern lag ich komplett flach. Übelste Kopfschmerzen, alle Knochen taten mir weh, konnte mich kaum bewegen. Heute geht's wieder einigermaßen, zumindest habe ich keine Gliederschmerzen mehr. Husten habe ich, wie gesagt, dank des Tipps mit dem Zwiebelsaft einigermaßen im Griff. Aber die Nase ist noch zu. Dessen klingt das so ein bisschen blöd, aber ansonsten geht es. Aber es heißt ja auch mal so schön, eine gute Erkältung dauert 7 Tage. Da ich jetzt erst seit 2 bis 3 Tagen damit sitze, wird's wohl noch etwas dauern.
Aber auch das kriegen wir in den Griff. Jo, ist es so schön. The show must go on. Nicht? Also, es muss weitergehen. Ich wollte zwischenzeitlich überlegen, auch mal ein Let's Play zu machen von dem Modpack Age of Oblivion, was da zurzeit so viele machen. Aber allerdings habe ich mir das, Gott sei Dank, bei anderen kurz angeschaut. Und nein, da sind Sachen drin, also da sind NPCs drin, die schreien Sachen, das geht gar nicht. Also, das werde ich hier jetzt auch nicht ausdrücken, aber da sind teilweise Beleidigungen drin, was NPCs rumbrüllen, die gehen unter die Gürtellinie. Nein, das geht mir gegen das Prinzip, werde ich nicht machen. Das ist ja schon unterstes Niveau, muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss es sein. Damit hat sich die Mod, auch wenn sie ansonsten ganz interessant aussieht, für mich erledigt. Gut, geben wir die Quest ab. Und den gucken wir mal. So, ja, du hast nur Mist, mein Freund. Du hast echt nur Mist. Dann nehmen wir die, ja gut, ja, ja. Und die will das Geld? Naja, wir nehmen die Magnum-Money. Ist da irgendwas Neues, was sich lohnt? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach komm. Kleine Quest zwischendurch könnte auch nicht schaden. Aber nicht für jetzt. Wie gesagt, wir müssen zu Hause noch weitermachen. Ich wollte die Quest nur abgeben. Und die Airdrops komme ich eh nicht. Ach gut, die liegen da alle auf diesem beschissenen Berg, Alter. Ich hab da ein Pech. Gut. Dann geht's weiter hier. Jetzt schnell wieder nach Hause. Aber ist das die Quest bei mir zu Hause oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich bin auf dem Weg nach Hause. Nicht, dass es jetzt meine Farm ist oder so. Das wäre schon doof, ne? Oder das ist das Haus gegenüber, das kann auch sein. Ne, nicht ganz, oder? Werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall muss ich den X, glaube ich, mal in die Wüste. Ich brauche Sprit. Also Uschifer. Aber das kriegen wir auch hin. Ist alles kein Problem. Wir wollten Bäume fällen. Habe ich vergessen. Das Mist, dann machen wir es hier. Und das ist das Haus gegenüber von meiner Farm. Okay, das hatten wir sowieso schon mal. Aber ja, nicht so schlimm. Jetzt dürfen wir erstmal die Bäume hier dran glauben. So. Und auch nochmal zu dem Thema, weil ich es erst vor kurzem geschrieben habe. Warum bei mir denn Demos rumlaufen? Das kann ja eigentlich nicht angehen. Die kommen ja normalerweise nur bei der Horde. Stimmt, ihr habt doch recht. Ich meine, diejenigen, die schon länger zuschauen, wissen es. Aber ich habe eine umgeschriebene XML-Datei. So, dass die Demos halt auch durch Schreierhorden, Wanderhorden und auch gelegentlich so spawnen können. Aber allerdings ist die Spawn-Chance bei den Demos relativ gering, auf 3%. Macht das Ganze ein bisschen interessanter. Ich bin sowieso der Meinung, dass die Demos ruhig standardmäßig auch ins normale Spiel können. Also von den Funpimps aus. Machen sie nicht, keine Ahnung warum. Aber es ist ja nur auch nicht schlimm. Die Demos sind ja jetzt keine Mod oder so. Die gehören ja ins Spiel. Bloß, dass sie normalerweise halt nur bei der Horde auftauchen. Ich hätte sie auch gerne so im Spiel. Vielleicht kommt es ja irgendwann, vielleicht auch nicht. Da kommt gerade Besuch. Noch ein Bouchi. Okay, komm her. Genau. So. Will doch nur ein bisschen Holz hacken, Mensch. Das reicht, glaube ich, auch erstmal. Ich nehme den, die zwei hier noch mit und den kann ich wieder anpflanzen. Und dann ist gut. Den brauchst du dann auch. Sehr schön, sehr schön. So. Ein bisschen Holz brauche ich ja nun mal. Führt absolut keinen Weg dran vorbei. So. Ah, 2500 Holz. Da kommen wir zumindest erstmal mit weiter. Gut, gut, aber das Thema Demo ist ja sowieso immer so ein heikles Thema, habe ich festgestellt. Also, die 7Days-Community ist da ja sehr gespaltener Meinung. Die einen lieben die Demos, zu der Fraktion gehöre ich eher. Ich mag die wirklich, ich weiß nicht warum.
Die anderen wiederum hassen die Demos wie die Pest und würden sie am liebsten komplett aus dem Spiel verbannen. Und hab auch schon gesehen, es gibt schon Mods, die die Demos komplett entfernen und... Das ist wirklich ein heikles Thema. Ich persönlich mag sie, aber wo ist mein Moped da? Es sieht ja auch jeder anders. Gab ja damals, wo mit der Alpha 18 das erste Mal die Demos eingeführt wurden, ziemlich einen Aufschrei. Wie soll man denn noch die Horde schaffen? Die sprengen ja alles in Ordnung, kaputt und bla und blub und... Ja, es ist nicht ganz so einfach, so die Horde zu machen. Das ist richtig. Aber es ist möglich. Es ist definitiv möglich. Es ist mal eine Art Herausforderung. Sehe ich zumindest so. Gut, hier ist mit ziemlicher Sicherheit noch nicht alles trocken, oder? Nein, aber er ist gut dabei. Gut, bevor ich die Decke hinzimmer, muss er oben natürlich noch einmal verstärkt werden, zumindest in der Außenwand. Das heißt, wir werden uns jetzt einmal kurz um den Fußboden kümmern. So viel Zeug muss sein. Und der Zwischenzaun ist es auch trocken. Ich glaube, dafür reicht der Cobblestone aber nicht mehr. Aber das werden wir sehen. So, damit sie sich hier gar nicht mehr so leicht reinknüppeln bei uns. Und den haben wir eigentlich nur noch hier oben einrauben. Denn wäre das hier alles schon fast geschafft. Ich mache erstmal außen rum und arbeite mich dann langsam nach innen. Aber wie gesagt, ich glaube, das reicht nicht mehr. Oh, und da komme ich gar nicht mehr unter, ne? Das ist nämlich das, was ich befürchtet habe. Ah, ich kann den jetzt auch nicht aussammeln. Warte mal, warte mal. Ich baue die gleich wieder hin. Das ist nur, damit ich jetzt, genau, hier einmal rankomme. Mache ich auch gleich mit zu Beton, damit ich schon mal trocknen kann. So, ich glaube, der ist drei Bräu. Ne, den müsste ich da auch noch mal. Geht ja denn anders? Gut, den baue ich die Dorfs Nee wieder hin. Die Frames haben wir auch noch einstecken. Zack, zack, zack. Wunderbar. So. Ah, wie gesagt, erstmal hier außen lang. Stück für Stück. Wie ich das Ganze anmale, weiß ich auch nicht. Das soll ja so ein bisschen das Chemie-Raum aussehen. Mal sehen. Vielleicht später noch irgendwie Rohre lang als Deko oder so. Die Wände so ein bisschen, dass es aussieht wie in einem Labor oder so. Da machen wir mal googeln. Das lässt sich doch bestimmt irgendwie machen, auch wenn es in Safe Days immer ein bisschen schwierig ist. Machen lässt sich das auf jeden Fall. Das reicht nicht für die. Das reicht nicht mehr vor allem rum, ne? Und gleich mal gucken, ob ich noch irgendwo Cobblestone liegen habe. Ich weiß es nicht. Wird schwierig. Gut, gut, gut. Zumindest kriege ich das zumindest schon mal einmal alles zu Holz aufgewertet. Auch wenn es jetzt nicht viel ist. So, das war's, genau. Das dachte ich mir. Ansonsten muss ich wirklich demnächst mal wieder in die Quest machen und da ein bisschen Cobblestone ein. Ich gucke mal gleich. Ich mache jetzt erstmal den Rest zu Holz, so gut wie geht. Und den werden wir sehen. So. Das muss, das muss. Ich will mich die anderen Chemietische hier reinhaben, damit wir sie endlich mal nutzen können. Dafür muss aber erstmal der Raum fertig, weil sonst kommt mir wieder nichts voran. Das Problem hatten wir drüben schon mit der Werkbau. Konnte dahinter nicht mehr streichen. Das ist doof. Das ist sehr doof. YouTube. Ah, gut, ich hoffe zumindest das Holz reicht. Ich hätte mich für extra Holz holen. Sicher bin ich mir jetzt aber auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob drüben in der Hütte. Ich glaube, ich werde da einmal reingucken, bevor ich die Quest annehme, ob da irgendwelche Cobblestones oder so drin sind. Und die einmal rausholen und dann die Quest annehmen, dann ist ein Cobblestone ja wieder da. Mache ich zwar ungern zweimal ins gleiche Gebäude, ist ja auch nicht gerade interessant. Aber ich brauche die Cobblestone. Geht nicht anders.
Aber gucken, ob da was drin ist. Das können wir ja gleich mal machen. Einmal kurz durchschicken. Und ich glaube, ich habe wirklich keinen mehr. So. Haben wir zumindest den hier schon mal zu Holz. Ah, die ist auch noch nicht ganz. Okay. Ich kriege die Decke da erst ran, wenn es komplett trocken ist, weil es halt noch einmal versteckt werden soll. Sonst komme ich daher später nicht mehr ran, wenn ich erst die Decke baue. Das ist ja auch doof. Gut, gut. Ich glaube, das hat sowieso ein Ende mit diesem ganzen Aufgewehrte mit der A20. Kann sein, dass ich es falsch verstanden habe, aber Frames selber gibt es wohl nicht mehr. Man baut wohl gleich Holzblöcke und die werden wohl gleich zu Beton oder so. Also ich glaube, dass man Holzblock nochmal zu Holz aufwerten kann, entfällt, glaube ich, mit A20. Und ich glaube, das im Cobblestone auch. Kann aber auch sein, dass ich es nur halb mitgekriegt habe. So, warte mal. Cobblestone hatte ich hier, wenn... Nee, ne? Ich glaube, wenn hatte ich es unten... Hatte ich nicht irgendwo Cobblestone angesetzt? Hier sind die Chemietische. Ja, gut. Er ist hier noch fleißig dabei, denn... Ja. Warum mache ich mir denn da Sorgen? Ja, ja, das ist Gedächtnis, das Gedächtnis. Das kommt im Alter. Gut. Dann machen wir dir doch schnell zu Stein. Gut, gut. Haben wir ja schnell. Jetzt ist es ja zum Glück schon Holz. Dann dauert es ja nicht mehr allzu lange. Das hört sich gerade an, als wenn es von mir irgendwo was zerdeppert hat, ne? Weil, da schon Löcher gebohrt. Sehe ich gerade, warte mal. Warte mal. Da war doch ein Loch hinter meinem Haus. Das habe ich aber nicht gebuddelt. Nicht, dass sich ja jetzt einer von unten in den Keller gräbt, von hinten. Warte mal. Wollt ihr mich veralbern? Der ist ja nicht so weit, aber... Sie haben es zumindest versucht. Ich meine, sie sind nicht durch. Habe ich Lehm einstecken? Nein. Wollen die mich veralbern? Offensichtlich, die Löcher muss ich stopfen. Okay, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Mal gucken, ob ich ein Leben kriege, oder habe. Für Erdi. Und die buddeln sich sonst hier hinten durch mein, zu meinen Kisten. Und das ist überhaupt nicht gut. Absolut nicht. Willst du es auch schon wieder fertig? Leben, 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 Leben. Mal ein bisschen mit. Ich glaube, so viele brauche ich auch nicht. Wenn ich jetzt mal 20, ich mache einfach Mutter Erde, also Mutterboden. Und 20 ist eigentlich schon zu viel, aber machen wir mal. Die Löcher, das stopfen. Gut, gut. Das muss kurz sein. Nicht, dass hier sonst alles unterhüllt ist und die ganze Bude runterkommt. Das muss auch nicht sein. Das habe ich ja vorher gar nicht gesehen. Für Holz haben wir nicht noch. Ah, gut. Aber auch schon wieder viel verbraucht, ne? Das ist ja schlimm hier. So. So, schön besser. Ich weiß, es ist zwar nicht schön, aber... Besser als dieses Riesenloch da drin. Gut. Sind noch mehr Löcher? Mal gucken. Sehen tue ich gerade nichts. Das ist ja schlimm, ne? Echt, das war doch bestimmt wieder diese Uschis, ne? Ja, gut, das hier noch wollte ich eh stopfen. Da ich noch ein paar über habe, denn mach ich den Rest mal hier hin. Reicht zwar jetzt nicht, aber... Das hier war ja ein Demo-Loch.
Da stört ja auch so ein bisschen. Oh, warte mal, dann machen wir nochmal 10 Stück dazu. Die sollten jetzt aber reichen, denke ich mal. Denn wenn man eh schon mal dabei ist, dann hat man es auch zu. Bei Onbase müssen wir noch gucken, aber gut, haben wir etwas Zeit. Jo. Jupp, dahin, dahin. Hier nochmal hin. Dann bleiben wir hier zumindest sicher mehr hängen. Ne, die reichen nicht gut. Dann machen wir nochmal 10. So, dahin, 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 dahin. Ups. Gut, hier denn nochmal hin. Da. Echt immer noch nicht? Echt nicht? Wie brauche ich denn noch? 1, 2, 3, 4 noch. Das ist ein zu wenig. Gut. Dahin. Zack. So, deswegen ist das Loch hier weg. Die Dinger gut aufgebraucht. Sehr schön. Das stutte ja schon die ganze Weile. Gut, Restlehm packen wir wieder runter. Aber eins hat andere. Ich will hier jetzt zumindest auch einmal kurz den Fußboden fertig machen. So viel Zeit muss sein. Hier waren wir. Na, oh, kriegen wir vielleicht mit Glück den Level ab sogar noch vor der Horde. Aber gut, eigentlich im Grunde genommen ist es auch egal. Hauptsache, wir kriegen's irgendwann. Aber wie gesagt, wann genau jetzt die O20 kommen, das ist halt. Vermutet wird ja so 3. 4. Dezember zurzeit. Zumindest sollen die Funpimps da wo was verlauten lassen haben. Aber da ich halt auch nur nach dem gehen kann, was ich gehört habe, und ich keine genauen Infos habe, kann ich da nur Vermutungen anstellen oder zumindest das weitergeben, was ich höre. Also das ist jetzt keine offizielle Aussage. Nicht, dass es ein Ende heißt, du hast doch gesagt, das kommt dann und dann, wo ist es denn? Und er ist es nicht da. Einfach überraschen lassen, ob es kommt oder nicht. Mehr konnte ich auch nicht machen. Gut, gut. Der Boden muss natürlich noch aus Beton, das kommt er auch. Aber jetzt kommt gleich erstmal die Decke oder die Außenwand, die ist inzwischen trocken, sehr schön. Da sollte Beton definitiv räuchen. Da bin ich mir sicher. Die Steine sollten jetzt eigentlich auch reichen, hoffe ich zumindest. Aber ich denke schon. Ist doch alles halt ein bisschen stabiler und das soll es halt sein. Oh, umso höher wir von der Game Stage kommen. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir sind. Wurde mal 99 inzwischen. Umso mehr kloppen die Zombies halt auch zu, ne? Also, vor allem steigt auch, umso höher wir von der Game Stage kommen, die Wahrscheinlichkeit, dass Demos spawnen. Aber, und die haben ja sowieso eine Schelle drauf, wie nichts gut ist. Also die kloppen sich überall durch. Habe ich mal getestet im Streambar. Da kannst du Steinblöcke hinstellen, die Demos kloppen sich damit 3 Schläge durch. Also Stahl hält die auch nicht wirklich auf. Gut, gut, wie gesagt, den wäre jetzt erstmal, damit das hier trocknen kann, die Außenwand wichtig dran. Hier muss auch einmal komplett zu Beton, aber wirklich nur die Außenwand. Ihr kennt es ja auch von den anderen Räumen. Damit die hier gar nicht erst auf die Gedanken kommen, sich hier durchzuknibbeln. So. Ich glaube, ich muss bloß einmal von außen die Ecken und das nochmal mitmachen. Da komme ich von hier drin ja nicht ran. Wo eins hat im Online. Und ich glaube, Stahl ist aber ein bisschen übertrieben. Der Beton sollte reichen. Das hier ist ja keine Hornbase. Es sei denn, man ist in irgendwelchen übertriebenen Mods, wie zum Beispiel der Eclipse Down Mod. Da bringt selbst Stahl nichts und die hämmert sich da so durch. Und die Mod ist auch ein bisschen übertrieben, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Ein bisschen dezent, ganz dezent. Und das zeigt die Gamestage doppelt so schnell oder 4-mal so schnell wie im normalen Spiel. Boah, ist man mit Level 30 schon Gamestage 150 oder so. Und man hat nichts, um sich dagegen zu wehren. Das ist. Oh gut, wer auch sowas steht, ich find's doch gut. Bin sowieso nicht so der Mod-Fan. Wisst ihr ja.
Ich stehe lieber auf Vanilla 7 Days. 7 Days ist schon gut so, wie es ist. Da muss gar nicht viel geändert werden. Das Einzige, was ich bloß gerne geändert hätte, mehr Deko und mehr Farben. Aber vielleicht kommt es ja irgendwann. Komme ich hier ran? Zumindest zum Teil scheint es zu gehen. Na, hier komme ich jetzt nicht hin. Ne? Vielleicht von da. Gut, das muss ich dir von außen machen, das Stück. Da komme ich so nicht ran. Orbeer. Den haut es doch hin. So, den haben wir es ja auch gleich. Wie gesagt, die Außenwand bleibt jetzt so. Die Innenwände bleiben auch so, wie sie sind. Das muss jetzt nur noch angestrichen werden. Und der Fußboden noch einmal verstärkt werden. Decke rein. Und dann können wir es hier auch vernünftig anstreichen. Den kommt es ja langsam. So. EP-mäßig ging es auch wieder. Sehr schön. Wie gesagt, ich gucke noch einmal außen. So viel Zeug muss sein. Tür ist auch schon gut lidiert, ne? Irgendwas hat er da letztens gegen gedatscht. So, die Ecke hier hatten wir schon. Genau dort ist das, was ich meine. Das ist der Flur, ne? Das ist der Raum, den wir gemacht haben. Ja. Das hier muss noch einmal. Das ist das, was ich meine. Da komme ich von drin wenig nicht ran. So. Die müssen natürlich auch. So. Genauso wie hier. So, ja, wenn schon auch. Das wird ja sowieso noch gestrichen. Das sieht man ja später nicht. Ordentlich sein. So, da kommt schon wieder der nächste Airdrop. Die Dinge haben wir hier überall liegen. Ich habe die Hälfte vergessen zu markieren. Und ich weiß gar nicht, wo die alle sind. Auf jeden Fall jede Menge hier. Tote Maispflanzen als Deko haben wir auch. Was sind wir mehr? Und ich glaube, das ist hier die eine Zwischenwand. Warte mal. Das machen wir mal kurz mit. Das vergessen wir später. Sehr schön. Den Dorren. So, das ist später der andere Raum. Das machen wir, wenn es dran ist. Das hier konnte jetzt alles schön trocknen. Und das hier ist der Flur, das weiß ich. Aber den kann man ja schon mal mitmachen. Da komme ich später sowieso nicht mal ran von drin. Weil da kommt ja noch die Treppe nach oben. Daher muss ich es eh von außen machen. Wird gut. So, die sowieso, die gehören noch zum Raum nebenan. Die hatte ich vergessen. Tor denn nochmal. Da ebenfalls. Bei meinem Pärchen fällt mich gleich ein Demo von hinten ein. Das hatten wir ja auch schon des Öfteren. Gut, gut, aber allgemein wundert mich, dass es hier gerade so ruhig ist. Als wenn das Spiel weiß, oh, der ist erkältet, den dann gehen wir mal ein bisschen schonfriest. Nix schonfriest. Umso öfter ich mich erschrecke, umso schneller bin ich im scheiß Loops. Also, erschreckt mich! Wenn das mir helfen würde, erschrecken gegen Erkältung. Ah, oh, das wäre ja ein Wundermittel. Das wäre echt ein Wundermittel. Gut. Haben wir das hier zumindest auch mit? Bis auf das da oben, das müsste später nochmal verstecken werden. Aber dafür muss es ja eh trocknen. Gut. Haben wir das. Ich höre die ganze Zeit hier irgendwas rumstiefeln, ne? Aber kann auch sein, dass ich selber bin. Und Beton haben wir gut was verbraucht. Steine auch schon wieder. Mir hätte es gedacht, aber es geht noch, ne? Es geht noch. Hat für ein Level-Up jetzt nicht ganz gereicht, aber was soll's, was soll's. So langsam aber sicher, wie gesagt, die Innenwände können ja so bleiben, bloß die Außenwände halt nicht. Ah, gut, die ersten trocknen schon sehr schön. Den können wir das ja auch einrichten, fehlt ja nur noch der Fußboden, die Decke. Das wiederum machen wir dann aber morgen. Schön, dass ihr dabei wart, morgen hören wir uns dann wieder. Bye, bye.